Hey Freunde, ist gerade mal ein paar Tage her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Wie ich schon angekündigt habe, wollte ich mal noch schnell meinen Sponsor vorstellen. Will euch aber heute nicht nur meinen Sponsor vorlabern, wir haben auch noch ein kleines Beinworkout für euch. Aber ganz kurz auf meinen Sponsor, und da möchte ich auch mal ganz kurz aufs Englisch switchen, weil ich ja, wie schon erwähnt, einen amerikanischen Sponsor habe. Da möchte ich mich einfach mal ganz kurz bedanken. Deswegen. Yeah, dear AppNut guys, I'm really happy about receiving your support. I'm a big fan of this company since a couple of years, and the most famous product almost of the guys know is RPM. It's definitely my favorite. I take it since years, and it's the perfect one for dieting. So I feel so blessed about getting support from you guys, and I'm pretty sure a combination of your products and my motivation will be the best for having great results at the WBFF at Houston and London this year. So many thanks to you guys, and I'm really proud to represent this company, and yeah, I'm pretty sure we are going to have a great future together. Thank you guys. Ja, zurück auf Deutsch. Wie schon angekündigt, Applied Nutraceuticals ist mein neuer Sponsor aus den USA. Ich denke eigentlich, viele sollten es kennen. Wer es noch nicht kennt, soll es mal ausprobieren. Wie letztes Mal schon erwähnt, haben die ja dieses schöne Produkt mit den Brausetabletten bzw. wasserlöslichen Tabletten. Damit spart man sich ja das Pulver mit Öns. Sonst eigentlich die meisten sollten es kennen, RPM ist ein richtig guter Pre-Workout-Booster, gleichzeitig auch noch Fatburner, absolut keine Kalorien, gibt den brutalen Pump, hängt schön lange an, hält lange an, und du hast keinen Crash. Kann man gut in Kombination mit Drive nehmen. Sonst, was mich immer überzeugt, ist H4Up, super Produkt für Natural-Bodybuilder, denn wie ihr alle wisst, Im Profi-Bodybuilding-Bereich sind Wachstumshormone ein gängiges Mittel, um wirklich einfach das Maximale rauszuholen. Auf unserem Level kann man mit Supplementen auch einiges erreichen. Es tut definitiv den Schlaf verbessern und die Regeneration am nächsten Morgen, man spürt es. Sonst Fettbrennersystem, 24-Hour-System für Tag und Nacht, total stark. Dann noch diese beiden neuen wasserlöslichen Tabletten, also ich bin total begeistert. Ich muss nicht viel dazu sagen, ich bin einfach nur happy, dass ich diese Firma repräsentieren darf. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin echt stolz. Die Jungs machen mich glücklich. Probiert's aus, ich wette, es gefällt euch. Damit genug zu den Supplementen, genug Werbung gemacht. Aber ja, wir trainieren heute nur beim Bizeps. In der Wettkampfvorbereitung versuche ich mein Training auf kleinere Etappen aufzuteilen, mit dem Hintergrund öfters im Studio zu sein, mehr Kalorien umzusetzen und gleichzeitig aber auch nicht zu viel Cardio zu machen. Dementsprechend habe ich meinen Beintag aufgeteilt auf Beinvorder- und Rückseite. Heute machen wir nur Beinrückseite, das heißt der sogenannte Beinbizeps, im Anschluss auch vielleicht ein bisschen Waden. Wir machen das Ganze als Gigantsatz-Workout, also im System ABC. Wir machen A. Kreuzheben mit gestreckten Beinen mit einem niedrigen Wiederholungsbereich, das heißt 4 bis 8 Wiederholungen, laufen weiter zum einzelnen Beincurl, machen dort einen mittleren Wiederholungsbereich, das heißt zwischen 10 und 15 Wiederholungen, und dann gehen wir zum ganz normalen beidbeinigen sitzenden Beincurl und machen dort 25 Wiederholungen. Das Ganze machen wir nach Gefühl 4 bis 5 Mal und dann bin ich durch, das garantiere ich euch. Waden versuche ich danach noch ein paar Sätze durchzuschieben, und da ich heute sehr spät trainiere, werde ich auch direkt im Anschluss nochmal meine zweite Cardio-Einheit absolvieren. Wenn ich Kraft habe, mache ich Stairmaster heute, wenn ich erschöpft bin, wie ich es erwarte, vielleicht auch Laufband mit Steigung, aber das entscheide ich echt nach dem Training. Beim Cardio-Training versuche ich einfach nur zu wechseln. Ich will nicht täglich die gleiche Cardio-Übung machen. Das heißt, abends mache ich entweder Crosstrainer, Laufband, Fahrrad oder halt Stairmaster, manchmal auch den regulären Stepper, wobei wir uns ja glücklich schätzen können, dass wir im Cleverfit hier diesen geilen Stairmaster haben. Sonst bin ich nach wie vor bei meinem morgendlichen Cardio auf dem Fahrrad, habe ein Liegeergometer daheim,
Ernährung hat sich bei mir noch gar nicht viel getan. Ich versuche strikter zu werden, die Kalorien langsam ein bisschen runterzuschrauben. Mein Gewicht ist bei 103 Kilo und ein Form-Update gebe ich euch demnächst. Ja. Das war's soweit und jetzt mache ich mich fertig fürs Training. In dem Sinne, Prost, bis gleich auf der Trainingsfläche. Warm-up-Runde gemacht. Ich halte nicht viel von Warm-up irgendwie auf dem Ergometer, Fahrrad oder sowas. Macht keinen Sinn. Einfach die Muskeln, die du trainieren möchtest, einfach einmal pumpen die Übungen, vielleicht weniger Gewicht, höhere Wiederholungszahl, damit du die Verletzungen vermeidest, die Gelenke warm sind, die Muskeln warm sind, die Durchblutung angeregt ist. So steigerst du langsam dein Gewicht von einem Drittel auf zwei Drittel und dann auch deine Maximalkraft natürlich und nach oben pushen. Ich habe eine Runde durchgemacht. Alles sehr easy. Jetzt mache ich die erste, zählt noch nicht als Arbeitssatz, ist ein Zwischending, aber einfach auch noch mal mehr reinzukommen und dann ist es, wenn es richtig losgeht. Ich wundere, warum ich nicht so komisch hochschütze. Das hat einen ganz einfachen Grund. Sitzender Beinkörper, ich meine, das ist nicht so ideal, weil du sitzt auf dem Muskel, den du trainieren willst. Und liegender wäre besser, fehlt bei uns leider. Sonst ist es clever, bei uns ist das beste Studio der Welt, aber der liegende Beinkörper fehlt. Und indem ich mich hier mit dem Polster einklemme und dann auf das Gesäß hochstelle, habe ich definitiv mehr Luft und kriege mehr Durchblutung in meinen Beinbizeps. Der einzige Hintergrund, probiert es aus, also für mich hilft es. Und jetzt, wie gesagt, gar nicht gleich zur nächsten Übung rennen. Ganz entspannt. Lass sie nicht atmen. 100 Minuten. Passt vollkommen. Falls mal jemand fragen soll, ich bin allgemein ganz entspannter Typ. Ich höre meistens Chillout oder Instrumental Musik zum Training. Ich kann das gar nicht gebrauchen, da irgendwas zu rockig ist oder einfach Videos zu haben. Das ist halt das Wichtige fürs Training, dass ich in meiner Welt bin, meine Ruhe habe. Kopfhörer drauf und was ganz entspannt ist zum Training. Weil ich fortgeschritten bin, wie Diät ist, werde ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, bin ich nicht mehr ganz so sozial.
Marvin, komm mal rüber. Ich möchte mal Marvin Schnitzel vorstellen. Inhaber von Proudy Light Protein Eis, Physikathlet. Ich glaube in dem Jahr wie oft vierfaches Covermodel von irgendwelchen Kalendern. Dreimal, Entschuldigung, ich habe mal wieder übertrieben. Super Freund, super Athlet, super Mensch. Ich bin mega happy, dass du hier bei mir in Tübingen trainiert. Wir haben uns schon oft gegenseitig gequält, also. Beine steht mal wieder aus. Ja, Beine steht mal wieder aus. Ich zieh mich zurück. wollte ich euch nochmal vorstellen, ein guter Typ, schaut ihn euch an. Das Training geht, die Kraft ist unglaublich schnell flöten, das ist brutal. Ey, es ist echt. Was brutal ist heute mal wieder. Ich merke vor allem hier beim Kreuzheben, dass die Unterarme mein limitierender Faktor sind. Ja, da muss ich einfach mal an Wolfgang denken. Danke für deine Lektion. Die Unterarme werden trainiert. Habe ich für jahrelang unnötig gehalten und jetzt, wo ich am Rücken bin, habe ich gearbeitet. Der macht die Übung doch viel zu schnell. Dann probiert es einfach aus. Wie gesagt, Kreuzheben 6 bis 8. Einbeinig 10 bis 15 und dann hier 25 und da beginnen wir nochmal das Thema zu schnelle Ausführung. Danke euch. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, im Anschluss noch ein bisschen baden. Ist leider einfach ein großer Schwachpunkt bei mir, ein bisschen verbessert hat sich. Behaupte ich, dass bei den Wagen sehr viel in die Wiege gelegt worden ist, kann man nicht so viel beeinflussen, wobei man kriegt es schon besser. Was ich hier gerade mache, ist so ein Double Peak Prinzip. Das ist kein großes Geheimnis eigentlich. Mit zum ersten Mal gemacht, als wir die Rosera hatten, der Straight Upper hier in Tübingen war. Ich habe den damals für eine Promotour zu mir in Bodytrainer schon geholt und habe dann auch mit dem trainiert. Und seitdem ich richtig Sport gemacht habe, ist Straight Upper mein größtes Vorbild und Idol. Das ist einfach total charismatisch und bester Sportmann überhaupt. Das ist einfach hängen geblieben, das ist geblieben. Und dieses Double Peak man sieht bei den Waden. Funktioniert echt gut, man spürt es gut. Vier Sätze hier, Wiederholungen zwischen 15 und 10 eigentlich. Danach noch gleich nebenan die normale sitzende Wade geben, ein bisschen weniger Wiederholungen. Nochmal. Ich denke, ich mache jetzt noch zwischen 25 und 35 Minuten. Hängt ein bisschen von meiner Laune ab. Mega Vorteil Stairmaster. Hammerübung für Gluteus, also ein Bobbes. Deswegen bevorzugen die Ladies hier noch so sehr. Außerdem dazu ganz klar, du musst Treppen laufen, du musst deinen Fuß jedes Mal von Stufe zu Stufe setzen. Du kannst nicht schummeln. Und wenn du dann noch schön die Hände weglässt,
wirklich deinen kompletten komplett eigenen Körper, den du nicht trägst, hast du einfach die beste Kalorieneffizienz, also beste Cardio ohne Zweifel, wenn es einfach darum geht, Fett runterzuholen, die Pulsfrequenz nicht zu hoch zu treiben, damit es kein Ausdauertraining ist, sondern wirklich Fettverbrennung. Deswegen hier jetzt auf. 35 Minuten maximal. Heute Morgen war ich bei 50 Minuten auf dem Heimtrainer. Das heißt, ich bin am Ende vom Tag bei wieder mal knapp anderthalb Stunden. Lang vollkommen erledigt machen. Aber 6 Wochen noch bis London. Deswegen, ich will langsam fertig sein. Und dann war's das. Wir sehen uns später. Zum allerersten Mal rund ums Training viel PCA und Glutamin. Aber pst, geht niemand dran, weil auf einmal seid ihr Hulk und keiner weiß warum. Ich hab's euch verraten. Nee, Spaß beiseite. Das war mein Hamstrong-Out. Kein großes Geheimnis, aber ich bin total durch. Ich zitter am ganzen Körper, also es langt. Nicht das Volumen macht's aus, einfach die Intensität. Ich denke, die Form wird besser, ihr habt es gesehen. Keine Ahnung, ich muss nicht mehr viel erzählen, ich bin fertig. Jungs, wir sehen uns demnächst. Am Wochenende ist Prag Pro. Ich bin da, vielleicht sieht man sich ja. Bis bald, Leute, haut rein.